Exiles, Isle of Zipta. Heute würde ich den Hafen der Ertrunkenen machen. Also, ups, falsche Taste. Da wollte ich nicht. Das ist hier. Hafen der Ertrunkenen wollen wir machen. Stehe jetzt hier kurz davor. Gehen wir mal fix rein, weil wird langsam dunkel. Marschsturm geht los. Soll uns da drüben nicht stören. Eine Fackel habe ich dabei mit 23 Minuten. Man kann ja noch ein bisschen Fasern mitnehmen hier, falls wir das noch reparieren müssen. Hier draußen lungern auch schon ein paar Kumpels rum. Ich glaube, die ignoriere ich einfach. Guck mal, das Holz, ja genau. Falls ich die Fackel reparieren muss, hatten wir ja schon mal das Problemchen. Zack und rein hier. Hehehe. Er war noch an uns dran, aber zu spät. Ist er mit durchgekommen? Nee. Gut. Also, Fackeln an. Ab geht er. Fackel, Axt raus. So, der Eingang sieht eigentlich identisch aus wie der, was wir letztens gemacht haben, den zweifacher Trocknen. Ich war hier auch schon mal drin, aber so genau, wo jetzt der Unterschied ist, keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Okay, da vorne ist Gleichwasser. Ja, stimmt. Ziehen wir mal die Maske an, dann kann man ein bisschen in Ruhe schwimmen. Sieht immer witzig aus, wie sie die Fackel reinschlägt. Okay. Ich hätte mir auch dran denken können, Leuchtschleimfackel zu machen, denn hätte ich hier unten auch noch ein bisschen Licht, aber sagen wir mal, im Großen und Ganzen sieht sehr schön aus, weiß ich nicht, ob ihr euch das selber heller drehen könnt, kann ich hier irgendwas dran machen, ja. Kann man den noch nicht mehr abbauen, das ist ein Ding. Na gut, ich kann zwar länger tauchen, aber nicht unendlich. Ich muss natürlich auch irgendwann mal zusehen, dass ich da hinkomme, wo ich hin muss. So, ich meine, gut, wie gesagt, ich war hier schon mal und weiß, dass man halt eben straight geradeaus tauchen muss. Ja, ja, ja. Lass mich doch erstmal ankommen hier. Da kommt ihr gleich an die Flitze. Und mal die Fackel auspacken, damit ihr auch was seht. Oh nee. Aua. Den blöden Speerchen. Das nehmen wir natürlich mit und die haben all die Blitze dabei. Aber pro dabei, diesmal habe ich wenigstens auch dran gedacht, mir noch Vorfeld ein paar Dietriche zu besorgen. Nicht, dass ich an den Truhen immer dran vorbeigehe. Oder stehen lassen muss, weil ich keinen Schlüssel dafür habe. Na, sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, wo hier eine war. Aber das werden wir schon sehen. Ich weiß es bloß dafür, glaube ich. Warte mal, hier durch. Hier war natürlich wieder die falsche Seite. Dann hier durch und da hoch auch nicht. Wie war das noch? War doch die. War du erst, oder nicht? Ach, da lang. Ja, scheiße, zu spät. Naja. Blub. Noch einmal bitte. Rossi war zu langsam. Schwipp. Oh. Drucksack.
ein Pisser, ne? Lauern hier an. Oh. Achso, der Gute geht 4 zu dem Wort. Ist hier noch auch einer, der mich erschrecken könnte. Das ist ja lustig, ja, der Abfluss hier. Blub. So, aha, jetzt sind wir in diesem Raum. Ich denke mal, wir werden erstmal den Raum vor Gegner säubern. So, ups, so für den hier. Gehen wir mal rechts. Hallo? Bist du alleine hier? Dann ist noch einer. Sonderlich helle sind die nicht hier. Aber egal, sollen mich nicht stören. Zack, zack. Ja, ja, du kotzt zurück. Und hab dich da hinten schon antraben sehen. Ui, kam ich doch nicht mehr zur Seite. So. Hier gibt's bloß eine normale Truhe. Ja, Ranken ist schon nicht schlecht, wüsste ich sonst gar nicht, wo die herbekommen sollte hier auf Isle of Zipta. Für manche Rezepte braucht man das ja irgendwo. Oh ne, kommen wir nicht rüber, okay. War zwar unlogisch schwer, aber... Oder ist. Da ist noch einer, hier sind zwei. Na gut, oh Gott, nee, drei oder so. Ey, was machst du von anderen? Das scheint jetzt ein bisschen ungezählt. Du haust erstmal ab, ja. Ich stehe hinter ihnen und kriege das hinter mir. Schaden ist ja klar. Ja, komm hoch, Mädel. So. Haben alle nichts dabei gehabt. So, da hinten haben wir noch einen Kollegen. Und wenn mir nicht alles täuscht, war da auch eine Kiste, genau. Ne, eine normale. Okay, da ist hier richtig. Ja, ist ungestüm. Gucken wir erstmal hier in die normale Kiste rein. Ja. Müssen wir gleich mal durchsortieren. So, hier braucht man halt einen Schlüssel. Was haben wir denn da? Ein paar Pyrosklinge. Okay. Deswegen ist es mir nicht so schwer, weil ich habe auf dem Weg hierher noch ein Kamelkarb gefunden. Naja. So, wollte ich gucken, was wir wegschmeißen können. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das war nicht unbedingt das Gewicht. So. Wollte einmal gucken, was die für Werte hat. Oh, ist gar nicht so schlecht. Ein Doppelschwert. Hauchdünnes Doppelschwert. Okay. Aber Doppelschwert ist nicht so meins, das ist viel zu träge, da ist man mit der Axt schneller. So, falsch rum. Können da ja nicht rüberklettern, angeblich. So, und dann musste ich letztens auch erst überlegen, wie das hier jetzt geht, aber kann ich das ja mal raten. So, jetzt gehen hier die Dinger hoch. Und dann muss man hier reintauchen. Und hier... Glubschaugen sammeln. Noch eins und eins brauchen wir insgesamt. Drei brauchen wir da. Wie ihr das vorhin gesehen habt, da sind ja noch drei so eine Schalen gewesen. So. Hier kommen wir nicht raus. Eindeutig nicht. So. Habe mir gerade so überlegt, ob da auch noch ein Zeit-Countdown drin ist. Nicht, dass wir dann einfach mal festhängen unten. Wäre natürlich blöd. Falsche Richtung, wir sind da lang. So, dann haben wir hier drei dieser Schalen. Peng. Peng. Alle drei da rein. Tür geht auf.
Das war, glaube ich, aber auch nicht von Anfang an so. Das haben sie irgendwann mittendrin geändert. Huch, vergessen Licht anzumachen. Mittendrin geändert. So. Na, hat sie nur einer hier versteckt. Ne, sieht nicht so aus. Und irgendein versteckter Hebelchen. Ne. Okay, wir müssen tauchen. Hier ist auch ein Hebel. Was der jetzt macht, keine Ahnung. Gar nicht anscheinend. Jetzt. Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Ob wir jetzt hier irgendeine Tür aufgemacht haben, die sonst nie auf wäre. Wir werden wir sehen. Okay, mal kurz gucken. Und hier ist bloß eine normale Kiste, okay. Gehen wir nochmal auf der anderen Seite. Hallo. Das habe ich immer noch nicht gesehen, hier ist er doch. So, hier sind wir aufgetaucht. Und hier ist gar nichts drin, außer Leuchteschleim. So, da kommt noch so ein Kumpel angeeiert. Zack. Kommt noch ein Bonus, achso. Ja. Hallo. Ich bin kotzen vergangen. Der hat ein bisschen Holz dabei. Ich dachte, hier wäre noch eine schöne Nische, wo man eine Kiste hinstellen kann, aber nee. Hallo. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Gut, der hat mich schon gesehen gehabt, denke ich mal. Hat aber nichts dabei. Flackert hier nicht so. Da oben ist der Chef. War hier echt bloß eine Kiste in diesem Bunker. Gut, daneben. Ja, zum Glück auch. So, da zum Chef gehen wir erst zum Schluss. Ich wechsle mal kurz die Seite. Keine Ahnung, was der Hebel da eben gemacht haben, ob die sonst hier irgendwie zu gewesen wären, dass man da überhaupt nicht reinkommt, könnte ich mir denken, oder weiß ich nicht. So, hallo Kumpel, schlaf hier nicht rum. Der hat ja vorher Schaden gemacht, bevor der gespuckt hat, dieser. Steht auch noch einer rum. Irgendwie hakt man dann auch ab und zu dann fest an den. Würde sich sagen, als wenn einer runterkam, aber ne. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ne, ne. Also, zu dir komme ich gleich. Bolz hier erstmal deine Kumpels um. Jetzt sagten die Fackel. Oh, da ist auch schon. Hat mich sehr schreckt, ich habe nicht mit gerechnet, dass der einfach uns entgegengelaufen kommt, die Sau. Na, die sind ein bisschen arg träge. So, wir mal wieder ein bisschen Ausdauer tanken. Na, du nicht. Das kam ich nicht so richtig weg.
Ja, er trifft mich schon ab und zu, die Sau. Aber jetzt nicht mehr. Auch schon wieder diese Maske laufen, kriegt diese Maske. Könnten wir doch mal irgendeinen Geißelstein geben oder was da guck irgendwas oder. Oder. Aber nö, immer dasselbe. Da sind nur zwei. Naja, da drüben waren wir. Da liegt der Kollege. Na, Kumpels. Nummer eins. Nichts Brauchbares, hier auch nichts Brauchbares. Auf in den, in die Schatzkammer. So, gucken wir mal ein kleines Filmchen. Mit Magie haben sie die Gewölbe gebaut. Oh, nicht schlecht. So, schauen wir mal hier. Ja, Siege. Oh, da war der Tafel der Macht. Oh, nicht schlecht. Weiß man jetzt nicht genau, was man damit macht, aber ein Rezept ist immer cool. Ja, noch ein bisschen davon und ein bisschen hiervon. Ja. Das wäre einfacher Ertrunkenen. Hafen der Ertrunkenen. So, was machen wir denn als nächstes? Da waren wir schon. Harpyon haben wir schon gemacht. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Dann wären ja rein theoretisch, wenn wir hier mal ein bisschen nach Reihenfolge gehen. Das ist der nächste Zuflucht der Fremden. Könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn ihr das sehen wollt. Alles klar. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.